You're my heartbeat, my silent drum, that is kicking me till I'm numb. I wanna feel the love that James Brown did when he got standing ovations on his gig. I wanna feel free like a bird in the sky when he opened his wings to fly on by to the beat of my silent drum. Hallo, einen schönen guten Morgen und willkommen zum neuen Video und willkommen in Plitwicka oder wie auch immer man das ausspricht. Ich kann euch jetzt gerade gar nicht so viel erzählen, da geht's zu wie Sau, da stehen so viele Leute an und wir sind jetzt echt schon ein bisschen spät dran. Alles weitere erzähle ich euch später und los geht's! Komm, Emmy! Ja. Okay. Ja, wir sind drin. Als wir die Schlange und Menschenmengen gesehen haben, ist es uns erstmal echt vergangen. Aber wir haben Gott sei Dank gestern reserviert und somit war das kein Problem. Wir sind relativ schnell durchgekommen. Jetzt fahren wir mit dem Boot irgendwo hin. Wahrscheinlich, wo es einfach mehr ist. Und wir sind jetzt schon von dem Ganzen hier irgendwie total geblendet. So wunderschönes Wasser und einfach mega. Ganz kurz noch, wir sind gestern angekommen. Wir sind heute quasi den ersten richtigen Tag hier. Emilia hat ohne auch nur, ich glaube, eine Sekunde lang die Augen aufzumachen, in der Nacht geschlafen. Die hat geschlafen wie ein Stein. Mir dafür umso schlechter. Aber ja, das wird sich schon einspielen und wir freuen uns jetzt auf den Tag heute. Ja, ran und jetzt bitte. Wir waren jetzt schon eine Runde wandern, spazieren, etwas erleben. Trifft hier echt alles zu. Wunderschön. Wir haben auch totales Glück mit dem Wetter. Morgens dachte ich noch, oh Gott, scheiß kalt hier. Aber es ist echt angenehm, weil sobald die Sonne mal durch die Bäume kommt, ist es richtig schön warm. Und im Wald ist es halt eher so ein bisschen kühler. Deswegen sind wir noch gut angezogen. Aber ich glaube, wir haben es auch überhaupt ganz gut erwischt. Die Leute hier sind teilweise echt nervig, weil die Wege sehr, sehr schmal sind. Das hatten wir auch schon im Internet gelesen. Mit Kind und Hund, ich würde lügen und dicken Bauch. Ich würde echt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, es wäre nicht anstrengend. Aber ich habe einen Bierbauch. Ich habe einen Babybauch. Dein Papa hat dann einen Bierbauch. aber auf jeden Fall mega, mega schön und ich glaube, ich kann euch gar nicht so viel erzählen, wie ihr selber sehen könnt. Also wir haben so ein bisschen mitgefilmt und spielen euch jetzt einfach mal so ein paar Eindrücke ab und wir gehen in der Zwischenzeit was essen. Emmy, hast du Hunger? Ja. Ja. Und es war anstrengend, oder? Ja. Ja? Schaffst du noch den restlichen Tag?
Ja. Na, wir waren übrigens bei Eingang, muss ich noch kurz sagen, Eingang 2. Das hatten wir auch gelesen, war eine Empfehlung im Internet, weil Eingang 1 ist unglaublich überfüllt. Und das stimmt auch, wir haben es gesehen, unglaublich viele Menschen. Genau, also Eingang 2 kann ich euch empfehlen, falls ihr das auch vorhabt. Da sieht man auch mega tolle Sachen. Wir essen jetzt was, steigen dann ins Boot und fahren noch ein bisschen weiter. Und ich denke, da sehen wir nochmal ganz, ganz viele tolle Sachen. Once felt I'm done with the defense. Drove back and climbed over your fence. Had to show you that I was a mess. So you were shrugging your shoulders. I'm closed off, that's what I told you. Soon enough, everything started to change. 'Cause there's no going back, no going back. There's no going back to your old life. Not living in the past, we're over that. I'm feeling it tonight. Riding on the dizzying heights. Stop us, sunsets, remember the colors. They were wrong, it was way more than a dream. We climbed up, yeah, over the hillside. So right, we stood there all wide-eyed. You and I, floating on air in my mind. 'Cause there's no going back, no going back. There's no going back to your own life. Not living in the past, we're over that. I'm feeling it tonight, riding on the dizzying heights. Schwächlinge hier, also Bella und sie meine ich, haben wir uns jetzt noch was Schönes hier einfallen lassen, haben uns ein Ruderboot ausgeliehen. Hallo. Und da musst du Hallo sagen. Und schippern jetzt hier noch ein bisschen über den See. Das ist echt wirklich schön. Ja, wir waren ja schon mit diesem großen Boot hier unterwegs, aber ja, das so für sich ist aber was ganz was anderes. Also wirklich, wirklich schön. Und man kann ja das eigene Haus so ein bisschen was erkunden. Genau. Und das ist nicht das große, das ist das große Boot. Ja, und dann können die zwei noch ein bisschen ausruhen, ein bisschen entspannen. Außer der Papa, der darf nicht entspannen, der muss rudern. Was? Ja, das habe ich dir gezeigt, das Boot. Genau, und dann haben wir, glaube ich, ziemlich viel gesehen. Und unsere Füße haben ziemlich viele Kilometer hinter sich gebracht. Emilia war unglaublich. Echt, also wir wissen jetzt, wir haben ja schon lange eigentlich keinen Buggy mehr, aber das ist echt heftig. Langer Boot. Genau, und dann geht es, glaube ich, auch schon bald wieder zurück. Aber jetzt entspannen wir erstmal. Like nothing could stop us. Sunsets, remember the colors. They were wrong, it was way more than a dream. We climbed up, yeah, over the hillside. So right, we stood there all wide-eyed. You and I, floating on air in my mind. 'Cause there's no
going back, no going back. There's no going back to your own life. Living in the past, we're over that. I'm feeling it tonight. Riding on the dizzying heights. Wir sind wieder zurück. Wir sind wieder zu Hause in unserem Campingplatz. Hier wird gerade noch ein bisschen gespielt und gekuschelt. und gleich mache ich uns Nudeln. Fertig essen mit Nudeln. Wir sind heute tatsächlich zu nichts mehr imstande. Wir waren gestern ja essen. Und dachten uns heute ganz gemütlich, einfach hier in unserem Häuschen bleiben. Machen uns Nudeln, machen es uns noch ein bisschen gemütlich. Und dann war es das für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Uns hat unser Tag mega gefallen. Er war mega anstrengend, aber mindestens genauso schön. Wir haben wirklich tolle Sachen erlebt, tolle Sachen gesehen und ich hatte vorher mit ein paar Leuten geschrieben, die auch schon mal hier waren. Und jeder hat das absolut empfohlen und jetzt gehören wir auch dazu. Also jeder, der sich das hier mal anschauen will, sollte das auf jeden Fall tun. Egal ob als Paargruppe, was auch immer. Wir haben es jetzt mit Kind geschafft, mit Hund. Es ist absolut machbar, es ist für jeden irgendwie was dabei. Und uns hat es mega, mega gut gefallen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, für uns bleibt es jetzt noch ganz ruhig und morgen wird auch ganz gechillt gefrühstückt und dann geht's weiter für uns. Wir haben so einen ganz groben Plan, mal gucken, wo es uns dann letztendlich hintreibt, auf jeden Fall ans warme Meer. Hoffentlich sehen wir uns dann wieder. Bis dann, tschüss!